bin halt wieder Assassin's Creed. Nochmal eine aktive Quest. Finde und rette den Koopa. Koopa. What the fuck is going on? Danke von Host. Okay, Ziel lokalisiert. Headshot geht's ja nicht ganz aus. Halt! Bleib stehen! Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Bleib nicht stehen. Nein. Jetzt aber. Da bist du ja. Also nicht. Keine Ahnung, komm mal nicht zu mir. Ne blündern. Headshot. Wow, er bewegt sich, bleib stehen, er will. Ich hol dich hier raus. Na, weg. Ich glaube, du überlebst. Komm mal. Komm mal. Der Skarabäus nahm dir die Zunge. Aber wir können einander helfen. Hakuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir. Und ich sorge dafür, dass aufladen. Er stirbt. Wir aufladen, Jui. Durch, wir haben es geschafft. Ich muss Sephetus Bogenschützen in Sais ausschalten. Sie sind seine Augen. Tagelöhner, Unternehmer, jetzt bringen wir ja einen Moment. Wanderer, sucht nicht hier nach Trost. Ich weiß nicht, was ich hören soll. Geht es dir gut? Ist er verletzt? Verprügelt, verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk.
Mutter! Großvater ist verletzt! Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder. Er will, dass du das liest. Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Tahaka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. Kawab. Du bist Bayek, oder? Mein Meister will unbedingt, dass du diesen Brief erhältst. Es ist wichtig. Dein Meister? Kenne ich ihn? Sein Name ist Otis. Du kennst ihn nicht. Im Brief wird alles erklärt. Und so holen wir sie das Fragezeichen nochmal. Lieber jetzt zur Ruhe kommen. Ich gehe zum Saragina-Lager. Mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Da wäre so ein lauen Gläser, passt du gar nicht zusammen. Wo sind wir denn da wieder, Lager? Lagerhaus. Dieser Ort wird schwer bewacht. Hey! Hey, was? Stirb, du Sau! Komm, zieh da! Bin im Reichweite! Der gehört mir! Mal ein Headshot. So nett. Kisten haben wir da. Stufe 20 Zepter. Kommt eigentlich gleich die Quest. Missbrauch auch nicht mehr. In das sagenumwobene Letopolis. Letopolis ist ein wahrgewordener Traum. Dann kommen wir nachher nochmal zurück in der Quest und 6 Bogenschützen. Gute Jump fürs Kamel. Jo, was haben wir denn da? Bitte! Diese Ernte muss bis zum Abend für den Transport aufgeladen werden. Das dauert länger als nur einen Moment, meinst du nicht? Es tut mir leid, sonst sind wir zu zweit, aber mein Sohn kommt nicht mit. Eines nach dem anderen. Lass ihn ruhig ausruhen. Ich helfe dir mit der Ernte. Er ist zu jung, um auf dem Feld zu arbeiten. Ich weiß das, doch meine Arbeiter sind fort, weil ich nicht zahlen konnte. Die Steuereintreiber verlangen all mein Getreide. Sonst brennt sich mein Haus nieder. Nur eins. Danke, mein Herr. Nur nun eins. Kann ich Sephetes Hunde bezahlen. Wenigstens dies eine Mal. Erzähl mir von den Steuereintreibern. Sie reiten auf den Straßen von Sais herum, meist in den Außenbezirken. Ihr böser Meister Sephetu
lässt sie die Bevölkerung vollkommen ausquetschen. Mal sehen, ob ich sie finde und sie überzeugen kann, sich zu ändern. Arbeite du auf dem Hof und zieh deinen Jungen groß. Ja, Neb. Er wird wieder zu Kräften kommen. Der Steuereintreiber patrouilliert und sie ist herum. Was perfekt, um es mehr hin. Bitte, Medjay, darf ich dich kurz stören? Harkufs Assistent Nessamun brachte eine Bierlieferung die südliche Straße runter. Aber er kam nie in Jammu an. Bitte, kannst du ihn suchen und sehen, ob es ihm gut geht? Ich sehe es mir an. Das Bier war gedacht, um Sachbet zu ehren. Wenn er es getrunken hat, wird er ausgepeitscht. Wie viel denn dieser Moon macht man noch? Du da! Halt! Ich muss Sephetus Bogenschützen in Sais ausschalten. Sie sind seine Augen. Metropolis ist ein wahr gewordener Traum. Eine neue Heimat. Errichtet durch eure eigenen Hände. Der Weg ist die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun? Ich will dich zu nichts überreden. Aber ich werde meine Sachen packen und nach Letopolis ziehen. Meister Taha. Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist... verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Spannend, das sagt wieder was anderes. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. So, schauen wir mal wegen der Quest. Finde ich noch nie das Hafen. Ich muss Sephetus Bogenschützen in Sais ausschalten. Sie sind seine Augen. Gehört. Von einem der Wächter. Und was hat er gesagt? Das war's. Stirb! Ja.
So, erster Bogenschütze. Was ist nur noch? Drüben sind wir zwar. Und unten sind die letzten zwei. Halt! Bleib stehen! Hey, was? Ich bring dich um! So viel zu Sephetos Augen. Schauen wir gleich dort hin. Unten. Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetos Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sepheto erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss. Mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetos Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Was rötlich. Da müssen wir eine Umstellung. Na, ich suche es da oder nicht, das ist das. Okay, mir geht es darum, dass man den Greenscreen halt nicht so sucht hinten. Darum habe ich es ein wenig weiter aufgetragen, aber ich glaube, es passt zwar. Oh, bist du ja auch schon. Gib mir das. Hauptsache Käme drin. Hauptsache spielen gar nicht. Das Käme, das krieg ich gar nicht mit. Taxi am Arsch. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Ja,
Denn vor ihr verfluchten Flussschweine! Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben! Oh, sie müssen nur vertreiben. Na, Untergang. Dich. Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sefetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sefetu? Haku hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Eskortiere Jeska. Jetzt muss ich auch mal nieder, da. Woher kennst du Hakuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Na, jetzt stärkt so. So weit kommen wir nicht.
So. Wohin geht's? Cut. Ja, ich glaube, das wäre für so brennt. Bleib hier. Ich kümmere mich um sie. Shit, gibt's so zwei. Vorbei ist aller nicht, ne? Ich schlitze dich auf! Ja. Oh, jetzt bleibt er für immer liegen. Nur erst noch immer. Oh, da hin nehmen wir es mehr, perfekt. Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Liegt der Loot? Hast du das gehört? Ja. Bentu! Oh Götter! Unglaublich, du lebst! Ich lasse dich nicht zurück! Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ich nehme ihn. Kriegt er doch. Pentu zum Bahnhof.
Haben wir ein Dorf? Ne? Oh. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Duat zurückholen. Aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Mit 2000 EP. Haben wir nur ganz herum. Nehmen wir mal die Kiste an. Du kannst nicht da drin bleiben! Du machst doch alles nur noch schwieriger für dich selbst! Mein saudummer Bruder hat sich da drinnen verbarrikadiert. Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot! Er fürchtet Sefetus Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, hilft auch nicht. Ich bin doch kein Schlaus! Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Bitte, wenn er nicht arbeitet, werden Sefetus Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann, aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. Schlafender. Diese Schakale werden die Menschen in dieser Region weiter ausbeuten. Ich muss mich um sie kümmern. Hey! Stirb endlich! Ist es eigentlich schwer, so ein Meister-Idiot zu werden? Gute Nachricht! Oh, tötet den Hauptmann ab. Chaos One, moin moin, hello. Da oben ist nur ein Bandit. Jetzt sind wir los.
Das Schnürhunder. 22 Pfeile, schneller Bogen. Schnell, 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 schnell. Danke. Jetzt aber. Ja, rennen wir über die komplette Map. Du kannst nicht fliehen. Oh, das sieht man nicht mehr. Für zwei noch kein Ding. So, gehen wir mal da auf für synchronisieren. Na du. Meine Liebste, dein Vater hat sich diesmal selbst übertroffen. Ich sagte, jeder Mann hat es auf mich abgesehen. Wachposten, zu dem er mich abkommandiert hat, ist unfassbar gefährlich. Es ist vermutlich nicht klug, ein Feuer in diesen banditenverseuchten Laden anzuzünden, aber entweder das oder die Hyänen fressen mich bei lebendigem Leibe. Meine liebe Pehenu, bitte versuche ihn zu Vernunft zu bringen, um mich nach Hause kommen zu lassen. Und die hat gegeben nicht ganz hin. Ist. So besser. So, synchronisiert haben wir. Schauen wir da um, ich sprich mit Nesa Moon. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich glaube auch, dass sie aufmerksam sind, weil die haben wir ja schon gekillt. Ist ja wieder Lustigkeit. So, du bist frei. Bist du Nesa Moon? Bist du wohl auf? Happy sei Dank, ja. Was war denn? Ich brachte eine Bierlieferung nach Yamu und plötzlich kamen diese Bastarde. Und? Ja, schon gut, ich bin kurz eingeschlafen. Trotzdem, die haben einfach alles ausgetrunken und gedroht, mich zu töten, wenn ich nicht mehr für sie braue.
Bring die Ochsen zurück nach Sais. Du hast eine neue Lieferung vorzubereiten. Schlaf diesmal unterwegs nicht ein. Da wäre Lorenes Glück abgeschlossen. Und da haben wir auch noch Statue. Nehmen wir sie gleich. Na. Ist nicht das der Tiger von vorhin? Hat sich da versteckt. Leopard. Du hast so viel gesagt. Alter. So, holen wir jetzt hier die Statue. Nur was plündern. Schauen wir mal die nächste Quest. Eigentlich die mit 466 macht es auch. Müssen wir da wieder auf. Okay, wir müssen porten, perfekt. Seis. Würden wir alles zusammen machen, dass er stirbt. Und auch, ich will nicht untersuchen. Wo bist du hergesprungen? Wahnsinn da. Was haben wir als nächstes? War eigentlich eher da oben, gell? Na, schauen wir mal. Laut Quest. Vogelstrauß-Taktik, genau. Nächste. Ich finde den Steuereintreiber. 800. Oh, der ist da. Okay, dann poppen wir sie da her und rennen einfach runter. Ich muss mir im Facebook-Chat anschauen. Ein Chris. Was geht ab? Nicht viel bei dir. So, holen wir unser Kamel. Los geht die Reise. Jetzt muss ich vorsichtig sein.
Jump. Whoa. Finde und töte den Stein. Okay, ist er in einer Garnison. Oder ein Steg, jawohl. So, schauen wir da rein. Natürlich gängen wir wieder die Pfeile aus. Dann bleiben wir da stehen, legen wir vor hin. So, du fliegst da oben, lieber Ruhe. Ja genau, da müsst ihr auffahren. Ganzen Bogen da, alles sagst du, klumpert. Vielleicht aber Kriegsbogen. Mehr Jagdbögen. Jawohl, ich sammle die Truppen. Oh ja. Ich treffe ihn. Ich hab das Ziel in Sicht. Hopp. Hey, ja. Ich schätze mal, da gibt's wieder Schätze. Plündern, plündern, plündern. Haben wir da nix? Oder nix? Ah, da. Jagdbogen. Emulager beendet. Ich mit dem ja, das war nur für Level 15. Ah, der ist ja da oben. Hellreise.
Fast ahnet. Gut aus. Passt mir noch nicht ganz. Sowas. Zwingel zu rot. Dran. So nett. Kaito, danke für deinen Host. Das passt so halbwegs. Moin moin, alles gut bei dir? Ich mit dem Händler von Seis über Servos. Muss nicht mit der Cam, na, nur den Greenscreen ein bisschen einstellen. Hab da immer wieder ein paar Fehler. Heute. Den Hafenmeister. Servus. Frag nicht nach ihm. Die Wache hat ihn getötet. Mir ist bestens. Alles bestens. Hey! So. Willst du einen Fisch oder was? Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh. Nach Servus. Das heißt, Sefetu brachte ihn um. Einen schönen Tag, Neb. Brauchst du heute vielleicht ein... Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Sefetu ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Sefetus Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen.
Die beste Schmiede von Zeiss! Sprich mit dem Händlern von Zeiss über Cerus. Na ja, da. Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Ich suche immer noch nach Servus. Ich sagte es doch schon. Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht? Ach, die sind alle lang zur Zeit. Verstehe. Tut mir leid, kann dir nicht helfen. Folge den verdächtigen Händlern. Die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun? Ich will dich zu nichts überreden. Aber ich werde meine Sachen packen und nach Letopolis ziehen. Meister Tahaka erbaut dort eine wunderbare Stadt für alle. Das klingt verlockend. Aber meine ganze Familie ist hier. Sei froh, dass du weder Frau noch Kinder hast. Du kannst einfach gehen. Nacht. Das Quartier von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Ah, ja. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Ganz leise, verfolgen wir es mal. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Cefeto. Ich glaube, der ist blind. Ich gar nichts. Auf Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Cefeto. Auf Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Wer würde die jetzt verfolgen? Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Ich bin dieses Versteckspiel leid. Auf dem Markt treibt sich ein Fremder rum, der hat gefragt. Was? Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cefetos Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Zeiss. Versteckt in den eigenen Docks.
Was will er von dir? Sephetu. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Sephetu nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst, sei vorsichtig. Sephetus Männer beobachten den Hafen wie Falken. Die Felungen befinden sich im nördlichen Hafengebiet von Sais. Nochmal der Tee. Für neue Ausrüstung. Bogen. Das Bisser, den kauft man sich noch. Braucht man nicht. Brauchen wir nicht. So, was haben wir da? Okay. Gehen wir nicht weg da. Oh ja. Schlossmann. Bilder mal an. Nichts. So, wie schauen sind bei der Folge aus? Jetzt Käferregen gestern. Ein Raubtier mit einer Leiche. So, töte 30 Feinde, indem du mit Feuerpfeilen auf Ölkrügen schießt. Haus auf. Diese Zone ist tabu. Da bist du ja. Oh. Brennt!
Bastard! Du entkommst, da bist du ja! So, wie schaffen wir das am besten mit der Ölkrüge? Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Hast du was gehört? Unten nur noch. Nah. Was geht hier vor? Dicker Ölkrug. Stirb, du Sau! Bist du schon müde? Da bist du ja. Neu. Loot. Kisten haben wir schon. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich reiß dir die Eingeweide ab. Ja, die sehen wir von da drüben. Ist okay. Was ist nicht zum Weg? Mal wenden. So, jetzt aber. Ich sprich mit Servus. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Sefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Sefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Und 1250 GP. Level up. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir? 4. Immer. Ja. Tier zum Tür. Glas.
Unverfisst. Wunder brauchen wir. Machen wir die 17er. Wo müssen wir da? So, Ritualstätten. Müssen wir eh da oben, perfekt. Nehmen wir das Fragezeichen da gleich mit. Da drüben auch. Jumpen wir mal rein. Nikiu-Feste. Halt! Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Okay, schauen wir, dass wir da hinkommen. Irgendwo ein paar solche Fässer sein. Hier da. Ach, muss ich den Mangel? Was? Oh, ich komme ja. Yeah.
entkommt keiner. Hab dich. Boah, hat nur böse Ulfisse. Boah, ist das schwach. Ja, cool, wenn da alles brennt. Hey! Das war's! Stirb! Wir haben doch nicht drauf gehen. Schauen wir mal, vielleicht können wir da irgendwas rausschießen. Oh, Loot. Deine Zeit ist um. Langsam.
Volles Leben, Leute. Bestätigen. Ihre Quelle. Bayek von Siva bezeichnet sich als Magi. Wird gesucht wegen Verbrechen gegen die Herrschaft unseres glorreichen Pharao. Ein Befehl, mich zu töten. Die Kopfgeldjäger müssen. Oh, wohl. Na, und? So. Stirb, du Sau! Mann. Oh, da ist eine Kiste. Sondern der halt da ist. Ah, wir konnten nochmal. Da bist du ja. So. Ist down. Wer auch immer glaubt, der kennt was. Sonst eigentlich auch schon umfallen, jawohl. Wieder mehr Looter. Oh, Eisen. Ausgang war kein. So haben wir gleich zwei. Perfekt, ich glaube alle zwei. So, eigentlich los von außer. sind 100 dp. Leider erwische ich keine Gegner mit dem. Doppelschwerter.
So, und der letzte Schatz ist wo? Hallo, Herr Rügen. Aber ich passe mir schon weit besser. Ja. So, jetzt machen wir eine kurze Pause.
So, spielen wir wieder weiter. Gehen wir mal da her. Schaut schon weit bis aus. Hey, was? Hey, hey! Ich sammle die Truppen! Dich schlitze ich auf! Dafür schlage ich sie tot! Was? Du Mord! Was? Du hältst nicht lange durch! Da bist du ja! Einer brennt. Wo ist brennt? Dann verschwinden wir. Gehabt. Ist gestorben. Nehmen wir mal dies da oder? Da.
diesen Pilz. Logo. Zumindest das Logo ist. Wasser. Omen am Himmel. Der Sarkophag wurde wohl mit einem Karren transportiert. Er trägt das Zeichen Selkets, der Skorpiongöttin. Doch wo ist die Leiche? Wasser gezogen wurdest. Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Wo ist deine Leber? Armer Mann. Traurig, dass du von den Nilpferden unter Wasser gezogen wurdest. Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Wo ist deine Leber? Jemand kam mit einem schweren Karren hierher und nahm denselben Weg zurück. Die zweite Spur ist nicht so tief. Wir kommen mal vor, wenn da nur was herunten war. Oder? Armer Mann. Na, das traurig, dass du von den Nilpferden unter Wasser gezogen wurdest.
Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Wo ist deine Leber? Deine Leber. Diese Poesie. Das ist nicht lange her. Der Karren ist vielleicht noch nicht weit. Ich finde sicher noch weitere Spuren. Die Täter dürfen so etwas nicht noch einmal tun. Versuchung des alten Tempels. Ist auch ein. Wieder. Braucht man immer, braucht man immer, braucht man. Der Bogen, glaubt man, wird besser. Wir werden uns eine Eingeweide raus.
Na. Was müssen wir da jetzt tun? Jetzt blinden? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Klar neben mir. Ein Kohlenstoffkristall. Wow. Muss ich eigentlich da oben porten? Jumpman. Und wohin? Sollte ich unentdeckt bleiben. Ich reiß dir die
Na. Das ist auch schon fertig. Nehmen wir das mit dem Scarabeus. Und. Bastard, da bist du ja! Oh, hier der Boy. Hier fehlt der Baum. Ich würde trotzdem sagen, wir nehmen diese mal. Willkommen in Letopolis, Traum des großen Tahak. Oh. Gericht über versunkenen Schatz Hankunosch. Du wirst es nicht glauben, ich war an der Nordostküste fischen, als Banditen aus den Wäldern stürmten. Deckte mich so schnell ich konnte hinter dem deinem Felsen. Hätte fast meine Hose ruiniert. Ich hörte sie sagen, dass einer ihrer Schläger aus Versehen eine Kiste voller Wertsachen ins Wasser geworfen hat. Und kurz hinter den Docks müssen sie holen, sobald ich mit meiner Schicht fertig bin. Tempel von Sand befreien schon. Ja. Also. Oh.
Okay. Da oder liegt's? Du hast das Nummer im Tippt. Das Frank eines Schiffs, wenn du zum Morgen meditierst, wird ein X mit dir kennzeichnen. Meister Tahaka, mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Saiz und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Okay, hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge.
So, wieder da. Und die Questen fertig. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Hierher! Schlag diese Scheißkerle zurück! Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Ja, wohin rennst du jetzt? Du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut, dann werde ich mich dir heute anschließen. Wie kannst du? Folgender Haarquar.
Komm, Bayek. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Wow. Gib den Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Ich deck dich. Sei unbesorgt. Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Man tötet alle Banditen im Lager. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Weißt du, das wäre ein Wappen. Hey. Dafür lasse ich dich leiden. Hey, was? Ich bring dich um! Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern.
Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese Blutrünstigen. Hittinen? Das war's. Danke fürs Zuschauen. Betreiben, bis dann und ciao.